Die Annelida oder auch Ringelwürmer oder Gliederwürmer genannt, bilden einen Stamm innerhalb der Lophotrochozoa. Als diese sind sie des Weiteren zu den Spiralia, den Protostomia und den Bilateria zuzuordnen. Der gemeine Regenwurm Lumbricus terrestris bzw. Tauwurm oder auch Aalwurm genannt, ist die bekannteste Regenwurmart in Europa. Regenwürmer, auch Lumbricidae genannt, sind eine Familie innerhalb der Wenigborster, der Oligochaeta. Systematisch stellt man diese in die Klasse der Clitellata, der Gürtelwürmer, innerhalb des Stamms der Annelida, der Ringelwürmer. Der Wurm ist in Europa heimisch. Inzwischen kommt er als invasive Art auch in Kanada und den nördlichen USA vor. Durch seinen Konsum von Laub verändert er die Nahrungskette und durch seine Interaktionen mit Samen verändert er die dortige Pflanzenwelt. Der gemeine Regenwurm ist langgestreckt zylindrisch mit zugespitztem Vorder- und abgeflachtem, stumpfem Hinterende. Unter der leicht irisierenden Cuticula ist er rötlich bis bräunlich gefärbt, wobei der Rücken in der vorderen Hälfte deutlich dunkler bis braunviolett ist und nach hinten heller wird. In der Rückenmitte kann das Rückengefäß durchscheinen. Bei geschlechtsreifen Tieren ist von Februar bis August ein heller gefärbter, verdickter Gürtel, das sogenannte Clitellum, im vorderen Körperdrittel erkennbar. Der Regenwurm gehört zu der Ordnung der Wenigborster, der Oligochaeta. Vor der Präparation können diese Borsten nun an der ventralen Seite, der Bauchseite, sanft mit den Fingern ertastet werden. In jedem Segment liegen vier Borstenpaare, die Chaetae, zwei an der Bauchseite und je ein Borstenpaar lateral. Die Öffnung der Samentaschen, der Receptacula seminis, liegen zwischen dem 9. und 10. und zwischen dem 10. und 11. Segment. Die kleinen, unscheinbaren weiblichen Geschlechtsöffnungen liegen am 14., die größeren männlichen Geschlechtsöffnungen am 15. Segment. Sie sind bei geschlechtsreifen Tieren von lippenförmigen Wülsten eingefasst. Von dort erstreckt sich eine Rinne, die dem Samentransport dient. Die Samenrinne erstreckt sich bis zum Clitellum. Repariert wird gleich lediglich der Teil oberhalb des Clitellums, also das Vorderende des Wurms. Die dunkle Seite des Tauwurms oder gemeinen Regenwurms ist die Rückenseite. Von dieser, also von dorsal, wird der Wurm auch präpariert. Die Mundöffnung des Wurms liegt an der Bauchseite des Kopfflappens, der das erste Rückensegment teilt, das Prostomium. Für die Präparation wird der Wurm nun entweder mit der Bauchseite in die Präparierschale gelegt oder in die Hand genommen. Mit der feinen Schere erfolgt der erste Schnitt durch den Hautmuskelschlauch oberhalb des Clitellums horizontal. Durch vorsichtiges Drücken der haltenden Hand kann Druck auf den Wurm ausgeübt werden, was den Schnitt etwas erleichtert. Die Schere wird dann senkrecht in diesen Schnitt eingeführt, um den Wurm weiter bis zur Mundöffnung aufzuschneiden. Dabei ist es darauf zu achten, dass die Schere leicht nach außen gewinkelt wird, um mögliche Verletzungen von Organen im Präparationsobjekt zu vermeiden. Der Hautmuskelschlauch bleibt auch nach dem Eröffnen nahezu intakt und der Regenwurm behält seine Form, ohne dass die Organe offen liegen oder herausfallen. Thank you.
Der Wurm wird nun in der Präparierschale ausgerichtet und mit Nadeln festgesteckt. Eine Nadel ist dabei am Vorderende einzuführen und eine weitere unter vorsichtigem nach unten ziehen des Wurms unterhalb des Clitellums fixiert. Der Wurm sollte ganz leicht gespannt sein. Nun wird der Wurm mit jeweils zwei Nadeln Stück für Stück aufgespannt. Dazu in je eine Hand eine Nadel nehmen und diese unter dem Muskelschlauch einführen und nach außen klappen, um diesen festzustecken. Nach und nach wird so der Eingeweidesitus des Wurms freigelegt. Geübte können den Wurm auch direkt in der Schale präparieren. Dazu wird der Wurm in der Schale ausgerichtet, festgesteckt und wie eben beschrieben mit einem kurzen horizontalen und einem langen senkrechten Schnitt eröffnet. Das Aufspannen erfolgt, wie bereits gezeigt, mittels zweier Nadeln von beiden Seiten Stück für Stück. Das Aufspannen erfolgt wie bereits gezeigt mittels zweier Nadeln von beiden Seiten. Nach der Präparation sollte das Präparationsobjekt grundsätzlich gänzlich mit Wasser bedeckt werden. Für dieses Video haben wir darauf verzichtet, um Spiegelungen zu vermeiden. Das Präparat kann nun gezeichnet werden. Es ist dabei wichtig, auf die korrekte Nummerierung der Segmente zu achten. Einige der Organe befinden sich nur in bestimmten Segmenten. Unbedingt erkannt und gezeichnet werden sollen das Zerebralganglion, der Schlund bzw. der Pharynx, die Metanephridien, die Lateralherzen, die Speiseröhre bzw. der Ösophagus, die vier Rezeptacula seminis, die sechs Samenblasen, der Kropf, der Muskelmagen, der Mitteldarm, die Dis, Septimente, die Längsmuskulatur und die Ringmuskulatur. Die Mundöffnung führt in die Mundhöhle, welche in den muskulösen Pharynx übergeht.
An dieser Stelle ist ebenfalls das weiße paarige Zerebralganglion zu erkennen. Auf dem Pharynx folgt der schlankere Ösophagus, der vom 7. bis zum 13. Segment reicht. Auf den Ösophagus folgen der Kropf und daran anschließend der kräftige Muskelmagen. Der Mitteldarm verläuft geradlinig nach hinten. Das Rückengefäß liegt dorsal dem Darm auf. Es ist kontraktil und treibt das Blut nach vorn. Im 7. bis 11. Segment findet man die Lateralherzen. Dies sind vom Rückengefäß ausgehende beidseitige Gefäßschlingen, die den Ösophagus umfassen und in das ventral vom Darm verlaufende Bauchgefäß einmünden. Kontraktionen der Lateralherzen pumpen das Blut vom Rücken in das Bauchgefäß. Die Körpersegmente werden unvollkommen von den Dissepimenten getrennt. Dies sind zarte, gefensterte Trennwände, die sich am Darm und an der Leibeswand anheften. Sie fehlen in den vordersten Segmenten. Metanephridien dienen dem Regenwurm als Exkretionsorgane. Diese findet man in jeder Zylonkammer rechts und links vom Darm als in Querschlingen liegende Kanäle. Sie fehlen nur in den ersten drei und in den letzten Segmenten. Nach der Eröffnung fallen die drei Paar gelblich-weißen Samenblasen auf. Zum Geschlechtsapparat gehören außerdem noch zwei Paar Receptacula seminis, welche im 9. und 10. Segment liegen. Man kann sie leicht finden und von hier aus die Segmente zählen und dies zur Orientierung benutzen. Ist das Präparat mit Wasser bedeckt, lassen sich feine Strukturen wie die Metanephridien oder das Zerebralganglion gut unter dem Stereomikroskop betrachten. Für unsere Betrachtung wählen wir einen Querschnitt knapp unterhalb des Klitellums. In dem Querschnitt sind alle wichtigen Organe zu erkennen, zum Beispiel das Rückengefäß, die Epidermis, die Ringmuskulatur, die Längsmuskulatur, die Metanephridien, das Bauchmark mit dem Subneuralgefäß, das Bauchgefäß, das Mesenterium, das Zylom und das Chloragoggewebe.